So, hallo miteinander, willkommen zurück zu Elex. Ja, das Endgame ist quasi hier noch. Hab ich mich mal nach Verbrechen gemeldet? Really? Das Endgame, wir reden noch, ein paar letzte Sachen sind noch zu klären. Beziehungsweise, ja, zu den Leuten hier auch mit Lloyd anscheinend auch. So, Lloyd. Das ganze Fort hasst uns auch, was auch sehr geil Die ist. Berichte aus dem Norden sind ziemlich widersprüchlich. Keiner hier weiß so recht, was da oben wirklich geschehen ist. Ein Verrücken der Machtverhältnisse. Doch der Hybrid ist nun auf der Seite der freien Menschen und wird uns helfen, die Zukunft zu gestalten. Die Alps scheint das aber nicht besonders zu interessieren. Ich habe noch vor einigen Stunden eine ihrer üblichen Patrouillen durch den Pass marschieren sehen. Ja, aber das ist nicht mehr wichtig. Alles, was dich jetzt interessieren sollte, ist die Befestigung dieser Anlage. Ein großer Sturm wird auf uns zukommen. Wann? In ein paar Jahren werden die Dinge sich grundlegend ändern in Magallan. Du warst dort, nicht wahr? Du warst im Eispalast. Du warst bei ihm und hast die Zukunft gesehen. Ja, und wenn wir ein Teil dieser Zukunft sein wollen, müssen wir uns wappnen. Ich werde euch zeigen, wie. Das ist beruhigend und aufregend zugleich. Aber es klingt nach Zuversicht. Wir haben dir viel zu verdanken. Also vielen Dank, mein Freund. Dann lass dich nicht weiter aufhalten. Du hast sicherlich noch andere Dinge zu erledigen. Wir sprechen später. Okay. Crony? Okay, mit dem müssen wir nicht reden. Okay, ja, Nasty. Ich musste deinen Bruder töten und deinen anderen Bruder auch. Logan. Ja. Er ist tot. Naja, Hauptsache du weißt, worauf du dich da eingelassen hast und kannst damit umgehen. So, dann hast du es also geschafft. Hast du es getötet? Nein, der Hybrid hat aufgegeben. Warum hast du ihn nicht gleich? Ach, was soll's. Fast schon schade, dass die große Keilerei jetzt vorbei ist. Irgendwo müssen doch noch ein paar mehr Eisklötze sein. Alles okay? Alles okay. Ja. Hat sie jetzt erstaunlich gut aufgenommen. Falk? Beeindruckend, wozu ein Mensch allein imstande ist. Du hast die Bestie besiegt und darüber hinaus noch einen Weg gefunden, dass sie nun weiß, was es heißt, ein fühlendes Wesen zu sein. Das wird dir so schnell niemand nachmachen. Es gibt noch so vieles zu entdecken. Gerade jetzt, da der Krieg vorbei ist, wird vieles sehr viel einfacher zu erkunden sein. Das stimmt allerdings. Gut, schön. Nächster. Ah ja, natürlich. Kaya. Dir geht es gut, wie ich sehe. Wie steht es um den Hybriden? Ich konnte ihn überzeugen, seine Feindseligkeiten einzustellen. Dann hat Thorald also immer recht gehabt. Beeindruckend. Naja, das ist ja jetzt vorbei. Die Zukunft liegt nun vor uns. Wir müssen jetzt aufpassen, dass sie uns nicht wieder entgleitet. Okay. Ja, mit Thomas reden? Ich. Na, er hat richtig gemerkt, dass sein Bruder sich geopfert hat. Ein tapferer Krieger. Das ist es, was du für mich bist. Auch wenn du nicht zu uns Berserkern gehörst. Du hast den größten Gegner, den Magallan je hervorbrachte, besiegt. Wie geht das nun weiter? Werden wir jetzt in Freiheit leben können? Ja, der Hybrid wird uns helfen, die kriegerischen Alps wieder zu beruhigen. Dein Mut ist unvergleichbar. Ich verneige mein Haupt vor dir, großer Krieger. Okay, ach Harley. Der gute Harley. Du hast es geschafft, nicht wahr? Ja, der Hybrid hat seine Lektion gelernt. Es wird eine Zeit dauern, bis er seine neue Rolle als Hüter des Lebens vollends akzeptiert hat. Doch die schwierigste Hürde ist erst einmal genommen. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Ach ja? Okay, ich bin mal ganz ehrlich. Als ich dich das erste Mal sah, dachte ich, wer zur Hölle? Aber am Ende hast du nicht nur den Krieg entschieden, sondern du kümmerst dich auch noch um die kleinen Leute. Dass du wieder hier bist und mir von deinen Taten berichtest, spricht nur für dich. Können die Leute ja sagen, was sie wollen, aber ich finde dich echt okay. Danke. So, und jetzt Schluss mit dem Gelaber. Ich habe noch zu tun. Deine Geschichte. Der Krieg fand
Ein Ende jedoch sollte eine noch größere Auseinandersetzung in Magellan folgen und jeder, der ein Teil davon war, schrieb seine Geschichte. Du das. Ein mutiges und starkes Exemplar der Gattung Mensch, aufgezogen im Schutze der Stadt Goliath, wuchs er zu einem stattlichen Krieger heran. Durch glückliche Umstände und dem zweckmäßigen Denken seines Richters entging Duras seiner gerechten Strafe. Ja, das stimmt allerdings. Ja, man ziemlich, Der Befehl von Ragnar, dem Statthalter Goliaths, hatte etwas anderes vorgesehen und so wandelte der Mörder von Askor weiterhin unbehelligt unter ihnen. Deswegen Alois, der Statthalter der Kuppelstadt in Abessa, hatte Zeit seines Lebens Kriege ausgefochten und es sah oft nicht so aus, als würde er jemals einen inneren Frieden einkehren lernen. Abessa sollte für Alois empfänglich nur etwas Abwechslung vom Leben in Ignaton bieten. Da leitete er die Kuppelstadt, die im Volksmund auch das Lied genannt wurde, über sehr viele Jahre. Die Zerstörung der Kuppelstadt hatte viele schon vorausgesehen und sogar geplant, doch am Ende konnten sich die Krieger behaupten und ihre Stadt retten. Alois regierte die Kuppelstadt noch so lange, bis seine Kräfte verschwinden sollten. Falk, für jeden, der ihn für sich gewonnen konnte, war dieser Kleriker allein durch seine Präzision und Sorgfalt stets ein beachtlicher Gewinn. Diese vermutlich effektivste und am höchsten entwickelte Kampfmaschine Magellans erlernte mehr als jedes andere Lebewesen, was es heißt, ein Mensch zu sein. An der Seite seiner von ihm selbst ernannten Freunde wählte er ein Leben, wie es ein echter Mensch seiner Meinung nach tun würde, doch selten wurde seine Freundschaft tatsächlich auch erwidert. Der Warlord Ragnar hatte seine Stadt Goliath nicht mehr im Griff. Jack sollte sich als Option für ihn herausstellen, seine massiven Probleme zu lösen. Ach so, okay. Die Bewohner Goliath sollten dem Gesetz der Berserker folgen. Einige schienen sich dennoch nicht daran zu halten. Ja, das ist wohl wahr. Ragnar bemerkte immer häufiger, dass sobald er in der Nähe war, jeder gesetzesgetreu gehandelt hätte, aber nicht zwingend so dachte. Ja. Okay. Der Warlord Ragnar blieb bis zum Ende standhaft und verteidigte seine Stadt gegen die feindlichen Einflüsse von außen und auch von innen. Im Herzen war er stets Konrad, stets noch ein Kleriker und der Big Bang keine Bombe, sondern vielmehr eine übergroße Kampfmaschine, die sich gegen die Outlaws wenden sollte. Tarek, das Erscheinen der Hybridmaschine schien der maßgebliche Grund zu sein, warum die Elixatoren die Vorausstellung in Eispalast erringen konnten. Gerüchten zufolge erfüllte der erste Elixator Tarek seit der Machtübernahme der Elixatoren im Eispalast die Direktive nur nach den Befehlen des Hybriden. Trotz aller Streitigkeiten um die Direktive sollte es am Ende doch eine Einigung mit der Führung im Eispalast geben. Jedoch sollte noch viele Alps sterben müssen, bis nach der letzte von ihnen die Umstrukturierung am Hofe des Eispalastes akzeptierte. Ja, das denke ich mir. Ulbricht, oberster Judikator und Anführer der Kleriker in der Kathedrale des Horts von Ignadon. Tja, der ist gefallen. Verblendet von seinem Bestreben, den Konverter der Alps in seinem Land loszuwerden, ließ er keine andere weltliche Belange mehr an sich heran, um die Konzentration hochzuhalten. Die Schlacht vor Ignaron sollte als eine der erbittersten der freien Menschen gegen die Alps in der Geschichte eingehen. Ja, es war ziemlich heftig, ich war dabei. Achso, Ignaron noch lange nach seinem Tod seinen weißen Sieg über die Alps. Achso, okay, von Ignaron feierten, aber ich habe da nicht den Wechsel gesehen, okay. Thorald, auch wenn er immer schon der geistige Anführer der Berserker war, so lebte er doch die meiste Zeit zurückgezogen und ließ sich nur ungern in seiner Ruhe stören. Der ursprüngliche Verfasser der Gesetze der Berserker hatte ein großes Wissen über das Elex und dessen Natur angehäuft, von dem die Alps glaubten, dass es ihre Pläne gefährden konnte. Was ja auch so war. Selbst nach dem Scheitern seiner Elex-Experiments, das nicht die erhoffte Wende im Krieg gegen die Alps brachte, kämpfte Thorald weiter für alle freien Menschen in Magellan. Mit Jacks Hilfe hatte Thoralds kühner Plan tatsächlich Erfolg. Der Hybrid wurde umgekehrt und das grausame Abschlachten des freien Menschen, der freien Menschen in den Konvertern, der Alps schließlich beendet. Ich finde es ein bisschen zu schnell. Das Fort William führte auch bis über das Ende des Krieges hinaus alle Geschäfte der Outlaws im Fort von Tavar.
Naja, eigentlich haben wir ihn getötet, ne? Durch Jacks Entscheidung im Eisblast fiel er bei William in Ungnade, sodass das Ganze vor ihm nunmehr als Erzfeind ansah. Ja. Okay. Man erzählt sich über den Duke von Tavar, er habe das vor zusammen mit seiner Zwillingsschwester Nasty an sich gerissen und den vorigen Machthaber brutal entthront. Logan. Er konnte oder wollte nicht glauben, dass Jax wirklich beim Hybriden war. Er selbst hatte vermutlich nie den Schneid dazu aufgebracht. Also auch niemand sonst. Tatsache, dass sich Jax am Ende für den Weg der Mitte entschied, war Grund genug für Logan, Jax schlussendlich doch aus dem Weg räumen zu wollen. Ein äußerst verachtungswürdiger Egomane, nicht einmal die Geier sollten sein Ableben betrauern. Ja, war ein ziemlicher Wichser, muss man mal ehrlich zugeben. Crony U4, mit jeder Maschine ist eine Drohne für viele nur ein ungewöhnlicher Gebrauchsgegenstand, doch fragt man ihren Besitzer, sieht die Sache oftmals schon anders aus. Nachdem ihre Systeme wiederhergestellt wurden, belastete diese legendäre Drohne an der Seite ihres Herrn noch sehr lange ihre Dienste. Eigentlich ganz cool das Ganze. Sie sollte mit ihrer nicht enden wollenden Energiequelle alle Menschen, denen diese Maschine etwas bedeutet hat, auch noch die folgenden Jahrzehnte überleben. Ah, dann sehen wir den vielleicht wieder. Sestak. Schlussendlich stellten sich die Separatisten auf die Seite der freien Menschen und kämpften Seite an Seite mit ihnen gegen den Eispalast. Doch ob sie sich mit den Werten der freien Menschen arrangieren und ihre Idealen entsagen konnten, sollte die Zeit zeigen. Sowohl menschlich als auch disziplinarisch eine Vollkatastrophe, aber eine extrem starke Kämpferin. Yep. Ihre selbst auferlegte Mission, die größten Herausforderungen Magellans meistern zu wollen, kam schon fast einem Suizid nah. Oh ja, wir waren dabei. Der Horde. Jax, der ehemalige Alp-Commander, den viele nur als die beste von Xargo kannten, entschied sich, den Kritikern anzuschließen. Auf seinem Feldzug gegen den Eispalast fand er bei ihnen neue Kampfkraft. Für Reinhold war die Führung des Hordes eine Bürde geworden, die er auch nach am Ende des Krieges tragen sollte. Kallax, der Kampf der verfeindeten Brüder endete in den nördlichen Schneebergen von Abessa. Schlussendlich hatten beide verloren, Jax sein Bruder und Kallax sein Leben. Ja, man hätte das wohl irgendwie auch anders machen können, wenn wir ganz kalt gewesen wären, also, ne? Emotionslos. Kaya, trotz ihrer harten Schale und ihrem übermächtigen Magstab, verzauberte diese Berserkerin durch ihre besonders ausgeprägte Fürsorge und Herzlichkeit stets ihre gesamte Umgebung. Ja, die hat immer sehr lieb gewirkt. Sie entwickelte sich immer mehr zum Elex-Überwesen und erhielt dadurch unvorstellbar große Macht. Elex-Überwesen. Okay. Sardom. Jax folgte dem Schlachtplan des Eremiten in der Hoffnung, den Eispalast mit Sardom als starken Verbündeten an seiner Seite näher zu kommen. Doch machte Sardoms Verrat an Jax die beiden schließlich zu Erzfeinden. Man munkelt, dass Sardom auch für das Scheitern von Thoralds Elex-Experiment verantwortlich war. Sardoms Erscheinen direkt nach der Explosion schien mehr zu sein als nur ein Zufall. Jax sollte ihn ein jähes Ende bereiten. Sardoms Leiche wurde nie gefunden. Gerüchten zufolge ist sie von Sardoms eigenen Kreaturen verschleppt worden. Oh, das könnte auch sein, dass der irgendwie noch zurückkommt. Ray. Sein Verrat an Jax schien Ray sehr zu belasten, als er die Bestie von Xarko besser kannte. Ein weiterer Brocken seines steinigen Weges, den er noch gehen sollte. Dass sein Bruder gerettet werden konnte, stärkte Rays Verantwortungsgefühl gegenüber dem Rest der freien Menschen. Der Krieg gegen die Alps wurde über Nacht zu seiner heiligen Pflicht. Am Ende entschied Ray sogar, sein Leben für die freien Menschen zu opfern. Doch auch dieses Mal trotzte der Überlebenskünstler dem Tod. Ah! Cool! Vardek. Als verantwortlicher Kommandeur stieg Vardek auf bis in die höchsten Ränge der Alps. Seine Familie sollte eine der mächtigsten am Hofe des Eis belastet werden. Als Vater von Jax und Kallax, zweier der effektivsten Feldherren der Alps, kam Vardeks Überlaufen zu den Separatisten sowohl plötzlich als auch unerwartet. Nach dem feigen Verrat an seinen eigenen Kindern floh Vardek in die Berge, um seiner Bestrafung zu entgehen. Seine ruhmreiche Zeit am Hofe des Eisbergs war damit beendet. Jax. Er geriet in einen Strudel von Ereignissen, der am Ende zu einer allesbestimmenden Entscheidung für Magellan führen sollte. Jax, er sollte die Menschen in eine Zukunft führen, die sich dank der Zusammenarbeit mit den Hybriden besserte, jedoch keineswegs sicher war.
herrschte die Gewissheit, es herrschte die Gewissheit, dass die Ankunft der sogenannten Wissenden bevorstand. Oh ja. In ein paar Jahren sollte Magellan ein neues Zeitalter erleben. Ja. So, Mission abgeschlossen, Suche von Glanz. Jetzt sind wir tatsächlich durch. Aber, das habe ich erwartet, wir können theoretisch auch einfach weiterspielen ohne Hauptmission. Also wir können noch Quests hier theoretisch abschließen. Vor allem... jede Quest, ehrlich gesagt. Da muss doch eigentlich noch was kommen. Wie geht es dir? Wie geht? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt mit dieser, ja, vermute ich erstmal auf jeden Fall in meiner letzten Folge. Theoretisch könnte man noch irgendwelche Quests machen. Aber ich werde mir das vielleicht für irgendwann aufheben, wenn wir mal zum Beispiel uns den Outlaws anschließen, dann einen richtig knallharten Bastard-Meme. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall eine etwas andere. Na gut, eigentlich haben wir von der Spielweise her so ziemlich alles genauso, wie ich es halt gerne mache. Im Prinzip, ja, guter Fernkampf, sehr guter Fernkampf, unterstützend auch noch sehr gut im Nahkampf. Tja, aber wenn man sich auf einen spezialisieren würde, ne, muss man ja auch mal sagen, da hätten wir zum Beispiel das ganze, die ganzen Stärkepunkte auch ganz gut in Konstitution stecken können. Oder von mir aus Intelligenz oder Gerissenheit. Wir sind Stufe 43. Wow. Wir haben wieder Punkte. Naja, das war jetzt aber nichts mehr. So, jetzt aber dann endgültig. Macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen beim Elex Let's Play. Es war mir eine Freude. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Torren.